Recht herzlich willkommen zur 56. Folge von Grand Age. Nee, ist es gar nicht. Von Europa Universalis 4 mit England. So. Debatte. Wieder eine Debatte im Parlament. Ja, ist cool, ne? Was haben wir denn hier jetzt? Keine Debatte im Parlament. Haben wir die verschlafen? Ne, Debatte beginnen und da ist nichts. Okay, sehr interessant. Dann halt nicht, dann läuft das halt nicht. Wir sind hier mit 165 zu Talern durch die Gegend. Ich muss mal gerade schauen, wie es denn hier so insgesamt aussieht. Ich wollte mal gucken, Kredit haben wir keinen mehr. Okay, wir machen 7 Taler plus. Da ist es noch einigermaßen in Ordnung. Was macht die Korruption? Die geht runter, das ist auch gut. Läuft, ne? Hier können wir 100... Dingens, eine Gallone investieren. Was ist das andere? Da geht noch nichts. Die sind fertig. Wir haben erst Stufe 10 und das ist bei 14 erst. Das bedeutet, da können wir auch die Punkte da einsetzen, ne? Frühe Fregatte gibt so eine Gallone. Okay. Das heißt, unsere Schiffe sind schon wieder veraltet wahrscheinlich, ne? Und wir können eine Institution fördern. Ja, dann sollten wir das vielleicht auch tun, weil das ist ja wieder so ein Malus von 50% hier, den wir da haben, ne? Das ist ja wieder äußerst schlecht. Da haben wir auch schon 37. Da müssen wir mal gucken, dass wir dieses Geld zusammenkriegen, um das auch zu fördern, ne? Gut, okay. Und da sieht es dann schon so aus, dass, naja, bis auf den irischen Teil und da oben die Isle of Man, ne, die war im Kanal, ne? Das war aber eine andere Insel. Aber hier drüben geht es auch schon sogar voran davon. Wow. Naja, wir sind aber wieder die Letzten, wie man in Europa sieht, ne? Nein, nicht ganz, aber ich... Die... Naja, wisst schon, was ich meine. Gut. Das haben wir. Das haben wir gerade auch geguckt. Wirtschaft geht weiter hier. Mhm, dann haben wir Steuereinnahmen plus dann, 10%. Ja, hier, das ist wahrscheinlich verbuggt irgendwie, gehe ich fast von aus, ne? Irgendwie klappt das nicht mit der... Geschichte hier, weil wir haben ja in Nordamerika da definitiv schon Handelsländereien gehabt, ne? Aber da passt irgendwas nicht. Ja, das sind unsere Dingens hier. Unsere... Was ist das, die? 10%, okay, das ist schwach, das können wir so lassen. Kirche, gut. Armeen 64 von 40 von 64 und 27 von 63. Wir müssen nur Schiffe noch bauen. Ja, da müssen wir definitiv gerade mal gucken, wie das mit veraltet und so aussieht, ne? Ah, schade, ne? Schon wieder reichlich veraltet. So, wir müssen die Pause rausnehmen, dann fahren die auch weiter, ne? So, was haben wir da oben? Machen wir nochmal wieder Pause rein. Bei wann bietet uns ein Bündnis an? Nee, das haben wir schon mal abgelehnt. Hatten wir letztes Mal ganz lange darüber überlegt. Was willst du da machen da? Du bist im Krieg mit anderen noch und... Das bringt uns hier nichts, ne? Die haben auch keinen Zugang zum Meer. Nein, das lehnen wir ab. Gut. Das weg. Und wieder Richtung Schiffe orientieren. So, das sind jetzt welche? Das sind jetzt die Transportschiffe, ne? So, sind das jetzt die veralteten Schiffe oder das? Das ist hier die Frage, ne? Wahrscheinlich ist das, weil das ist ja kein... Karake. Power Brick. Frühe Fregatte, genau. Das sind nämlich jetzt die alten Schiffe schon wieder. Ah, kannst du nicht. Kriegsgalären. Hm. Ja. König von Norwegen schloss Frieden mit dem vorherigen Feind Schweden. Oh, warte mal.
Okay, 3 Dukaten kriegen wir. Wir haben 0,4 Prestige dazu gekriegt. Ist ja Wahnsinn, ne? Okay, dann schulden die uns 7 Gefälligkeiten. Und der Kriegsgrund ist weg. Ja, toll. Ja, kannst du mal ein paar Schiffe bauen. Eins geht gerade da und dann ist Geld auch schon wieder alle, ne? Und da auch. Läuft. Lass weiterlaufen. Das sind schon die richtigen und das sind die, die wir vor der Wand fahren können dann, ne? Oder? Ja, dann Piraten jagen mit denen. Fertig. Da im Ärmelkanal. Oder besser in der Karibik. Hier ist bestimmt mehr zu jagen, oder? Guck mal da. Zack. So, geht da jetzt was? Letztens ging nichts. Ah, jetzt geht was. Verleihen Kolonisten 1, Kolonialwachstum plus 20%. Hört sich am besten an, ne? Weiterung der Universitäten finanzieren. Kosten Technologien minus 5. Unterhalt Festung, Festungsverteidigung, Kosten Berater. Einfluss. Ich glaube, wir machen das. Was haben wir da? 0%. Das ist ja reichlich, ne? Papsteinfluss können wir ruhig verlieren. Geht auch mal was weg. Das ist kein Ding. Das weiß ich noch nicht. Geld will ich nicht verlieren. Oder kann ich auch gar nicht. Tradition ist blöd. Das geht auch militärische Macht. Legitimität müssen wir gleich gucken. Oder haben wir die Tradition? Legitimität ist 77. Komm, das können wir nochmal riskieren. Ja, Dukaten 45 und das war die Autonomie. Zack. Schließen, abwarten. Stadtleben. Da verlieren wir Geld. Lothian widersetzt sich jetzt Vorrecht auf Kolonien. Sehr interessant. Was machen wir da? Das ist 44 Taler weg. Und da? Nein, dann machen wir das. Kriegsgrund verloren, oder was? Okay. Diplomat gestorben. Kriegsgrund verloren. Ja, die können da jetzt nichts mehr machen. Die gehen da auf Dauer kaputt. Können wir das jetzt Piraten jagen? Kriegsgrund. Boah. Also jetzt geht's gerade, ne? Den einen noch nicht gelesen, kommt der nächste, ne? Synthismus, ne? 10 Prestige verlieren wir. Summer hat erkämpft. Na ja, komm, zack, egal, nehmen wir diesmal das. Militäringenieur, Festungsverteidigung, plus 20 und hier ist Verteidigungsfähigkeit lokal plus 25. Ja, komm, nehmen wir das Untra. So, Piraten jagen. Da ist ein Pirat. Jag den doch mal. Laufen lassen. Können wir da sehen, was da passiert? Okay, der flieht jetzt, oder wie sehe ich das? Oh, 6 Piraten waren da gerade, ne?
Okay. War so ein Kaperbrief da. Oh. Schiffe gesunken. Okay. Läuft, ne? Zack. Ist nicht schlimm, wenn die sinken, weil die müssen wir ja sowieso im Endeffekt loswerden, auf Deutsch gesagt, ne? Ja, kriegen wir das jetzt noch hin oder nicht? Mach dir mal. Gesunken. Der große Führer ist gestorben, okay. Jetzt haben wir noch eins, ne? Und das ist auch geschunken, genau. Das ist auch gut so. Jetzt sind wir die los. Können wir da neue bauen. Sparen erst ein bisschen und dann geht's los. Na, hier können wir jetzt was bauen, ne? Das ist nur die Frage, was, ne? Machen wir das da. So. Schließen. Mal hier. Ach gut, da geht auch noch was. Gut. Dann gibt es jetzt die neuen Kämpfer da. Können wir gleich aussuchen. Ne, das war nix. Das war's. Offensivmoral. Ich glaube, wir nehmen die oberen. Kriegsgrund gegen Britannien, ne? Der ist noch da. Korruption steigt. Das bedeutet, wir müssen ein bisschen Geld einsammeln. So, passt's erstmal. Läuft, ne? Okay, was machen unsere Ländereien hier oben? Können wir zusammenziehen da. Wenn die dann da sind gleich. Passt. Und dann gehen die da ein, oder? So, sind die schon selbst erhalten und die auch? Ne, die noch nicht. Aber das geht hier von alleine weiter, oder? Prozent, also wir sind zu hoch, deswegen alles klar. 817. Grenzdisput. Britannien ist meiner Überrospenden. Hat sich minus 50% geändert, verlieren heute die diplomatische Macht. Ne, das als letztes. Wie ist denn die Meinung von Britannien zu uns? Die waren auch hier irgendwo am Ecker, ne? Ist das der Britannien? Ne, das ist Florida. Sind die hier nicht mehr? Irgendwo waren die aber noch, ne? Bretonisch-Brasilien, aha, so läuft der Hund. Die sind schon alle weg. Ja, 161 spielt keine Rolle, wie der Ruf dann wird, ne? Okay, was ist das? Gut. Ja, jetzt hat das Fenster sich von alleine aufgelöst, weil wir zu lange gewartet haben wahrscheinlich, ne? Bürger Einfluss gekriegt, läuft, ne? Richtig gut alles hier so. So, jetzt haben wir diese 18 Schiffe hier. Schick die mal wieder dahin. Können wir nochmal zwei davon bauen oder auch drei. Läuft. Ein Rohschiff. Ja, und dann lass die erst so stehen, bis wir wieder Geld zusammen haben, ne?
Mein Meisterpräger ist gestorben. Hier haben wir nur noch ein paar Truppen hier. Machen wir da noch eine davon dazu. Wir haben gar keinen Anführer hier, oder was? Ist der drüben? Oder ist gestorben? Ist wohl gestorben, ne? Ja. Den nehmen wir dann ins Boot. Fernkampf 2, Nahkampf 1, Manöver 2. Naja, die Leuchte ist es nicht, aber besser wie gar nichts. Hier können wir jetzt die 10% mehr Geldeinnahmen machen. Lass uns aber gerade mal schon mal hier reingucken noch, wie das ist. Wo ist das Geldsäckel? Da, 6,64. Ja. Kolonialwachstum und Steuereinnahmen. Und die wollte ich gerade sehen, die Steuereinnahmen, 6,64, 97. Das ist jetzt schon mal richtig viel Geld, was wir dazu kriegen. Das ist schon mal gut. Forderung nachkommen. Stabilität ist auf 2. Wo war die Stabilität? Da können wir auch gerade nicht erhöhen. Ja, komm, machen wir das so. Gut, läuft. Ja, da sind 30 Truppen, das ist schon mal was. Schiffe sind, naja, ein bisschen mager, aber auch nicht ganz schlimm, ne? Wir bauen ja gerade noch welche nach. Geld wird mehr, das ist auch gut. Können wir da noch einen anschieben. Und, ja, das ist Binnenwasser, ne? Das machen wir jetzt nicht. Aber dann würde ich erstmal sagen, soll es auch für die Runde wieder reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann, tschüss.